Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play It Came From the Desert. Ja, wir haben ja eben gerade ein bisschen unseren Frust ausgeschlafen von den letzten Tagen, denn trotz unserer Bemühungen, den Bürgermeister zu überzeugen, dass es die Ameisen gibt, hat er uns immer noch nicht zuhören wollen. Und jetzt versuchen wir noch einmal alles zu mobilisieren, damit der Bürgermeister endlich mal seinen gesunden Menschenverstand einschaltet. Und nun, Greg, das hat mich zunächst erstmal erstaunt, we found no match to anything that big. Wir haben nichts gefunden, was von dieser Größe passen würde. Dann habe ich meinen schon Bereich ein bisschen erweitert bei Insekten und ich habe dann einen furchterregenden Treffer gelandet, sagen wir es mal so. Diese Spur, abgesehen von seiner Größe, passt perfekt zu einer Haarwässerameise. Pogonomyrmex rugosus. welches sehr häufig in diesem Bereich vorkommt. Aber die Spur, die wir gefunden haben von der Ameise, ist genauso groß wie ein Haus. Es muss auf jeden Fall hier eine Kolonie von diesen Riesen geben. Matching flags, warlike spreading, death and destruction across the planet have had mankind too terrible for words. Ja, das hatten wir auch schon. So, jetzt aber müssen wir doch alles haben, Leute. Wir müssen doch alles haben. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. So. Ach, ich habe Digimon zwar noch nie geguckt, aber ich habe dieses Lied trotzdem im Kopf. Ja, und er schaut uns immer noch so an, so nach dem Motto, ach, dieser Spinner schon wieder. So, results from the lab. Reborn a haunted pole cat. These things are for real. Ah, endlich. Jetzt kauft er uns das mal endlich ab. Wir müssen auf jeden Fall organisiert werden. Wir müssen Pläne schmieden. Doktor, ich überlasse Ihnen all die ganze Verantwortung. All die Ressourcen von der ganzen Stadt stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Und ich bin übrigens weg für ein paar Tage. Lassen Sie mein Büro wissen, wie es so vorangeht. Ne, ja, das ist wirklich ein Windbag, also ein feiges Huhn. Running for the hills, where at least I can get the help I need to stop these things. I hope it's enough. Ja, jetzt können wir endlich organisieren, Leute. Jetzt können wir was dagegen machen. Wunderbar. So, das heißt, jetzt kommt auch dieses Strategieelement hinzu, welches ich auch am Anfang des Let's Plays auch erwähnt habe. Um das machen zu können, gehen wir zur Polizei. Und ja, da müsste er uns auch gleich sagen, alles klar, Sie haben jetzt das Kommando hier, die Befehlsgewalt über die Armee und so weiter. Sit quiet, I'm beginning to wonder if all of your imagination. Ja, derzeit ist es ziemlich ruhig. Das soll aber nicht heißen, dass es wirklich gut sein muss. So, jetzt haben wir Zugriff auf die sogenannte Situationskarte. Und die sieht folgendermaßen aus. Die ähnelt genauso ähnlich wie der. Haben wir auch hier wieder den Stadtplan. So, oder die Stadtkarte. Und man sieht hier, alles sieht noch relativ ruhig aus. Die Sache ist die, wir können nämlich anhand der Situationskarte schon erkennen, wo hier Ameisen aktiv sind oder wo sie angreifen werden. Und das bedeutet für uns, wir müssen auf jeden Fall versuchen, bestimmte Punkte von dieser Stadt zu verteidigen, die besonders wichtig sind. So, ich fange schon mal an, die Armee schon mal hier hinzusetzen. Also ich denke mal, 20 müssen hier reichen. So, auch ein bisschen Polizei schadet nicht. Denn den Flughafen brauchen wir unbedingt. Der spielt eine ganz wichtige Rolle. So, was brauchen wir noch? Wichtig wäre auch vor allen Dingen Mine 1, denn wir wissen ja, dass in der Nähe von Mine 1 ein Nest sich befinden muss. Und ich kann euch sagen, wir müssen irgendwann auch mal in diese Richtung. Deswegen setzen wir noch ein bisschen mehr hier ein. So, der Vulkan wäre auch gar nicht so unwichtig. Hallo? So, das ist ein bisschen schwer zu steuern hier, weil man ein bisschen intensiver rangehen muss. So, ich denke, die Bereiche hier sind auf jeden Fall erstmal wichtig. Um den Neptune Hall können wir uns einen Dreck scheren eigentlich.
Wichtig ist auch die Innenstadt, dass die verteidigt wird von den Dorfbewohnern. Und mein Haus sollte auch ein bisschen bewacht werden, oder? Geht das? Ach so. Boah, setze ich mal 20 Leute ein. Persönliche Sicherheit, ihr versteht. Ich glaube auch, dass das Ding hier auch nicht so unwichtig wäre. Da setzen wir mal 10 von denen ein und 10 von Construction. Und ich würde sagen, das reicht erstmal. Den Rest, oder? Warte mal. Nee, den Rest können wir erstmal sparen. Gut. Das war das. Und ich denke, wir müssen noch mal an das zurückerinnern, was der Doktor schon mal gesagt hatte. Wenn mildes Wetter ist, dann sind die Ameisen nicht aktiv. Und ich denke, wir haben mildes Wetter heute. Naja, gehen wir um kurz vor 14 Uhr mal einsaufen. Ja, die Bar war in dem Moment sehr ruhig gewesen, also nichts los. Schön. Wir könnten uns ja nochmal bei GD's Farm umsehen. JD's Farm. So. Ja, da ist auch keine Sau. So. Wir könnten ja nochmal Richtung Neptune Hall fahren. Das wäre doch mal eine interessante Abwechslung. Aber es ist niemand zu Hause. Ach ja, ich war noch nicht mit euch bei der Armee gewesen, ne? Ist auch ein bisschen lustig. Schauen wir einfach mal da vorbei. Aber da ist keine Sau. Kein einziger Soldat hier, das ist doch nicht wahr. Machen Sie alle hier schon Feierabend oder was? So. Ich wette, da ist auch keiner. Ja, ich wusste es. Eigentlich können wir uns auch wieder schlafen legen, wisst ihr das? Beim Star ist auch keiner mehr. Ach, wisst ihr was? Wir haben schon so viel getan heute. Also legen wir uns doch mal schlafen. Für eine Weile. So. Jackie scheint momentan nicht anwesend zu sein. Das ist ja auch nicht so wild. So. Tag 9. Kommt gleich. So. Und ja. Gut, nichts Besonderes bei uns. 6 Uhr morgens? Oh, da können wir noch eine Stunde ratzen, oder? Eine Stunde können wir ja noch ratzen. Das ist ja nicht so wild. Sleep. Sleep very well, Doktor. Ja, wir können ein bisschen die Pause mal nutzen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe eigentlich gar nichts Wichtiges zu sagen. Also es wird auf jeden Fall ziemlich brenzlig langsam, denn wie bereits gesagt, wir haben jetzt nur noch wenige Tage Zeit, um das Spiel gewinnen zu können. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe das Spiel noch nie gewonnen. Also ich habe das Spiel immer verloren. Könnte aber, wie gesagt, ich will es aber trotzdem probieren, mal das Spiel zu gewinnen, wenn es machbar ist. Also ich weiß, dass es machbar ist, dass man es auch schaffen kann und so weiter, aber es ist nicht ganz einfach. So. Ja, wir haben jetzt den 9. Juni. Mal gucken, was die Situationskarte sagt. Our mines and forests, we're trying to get some troops up there. Aha. Das klingt schon mal nicht so gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es momentan aussieht. So, Innenstadt ist natürlich erstmal. So, da könnt ihr es sehen. Da, wo Ameisen sind, bedeutet, die sind momentan da aktiv oder beziehungsweise die ja, greifen in diese Umgebung an. Und hier ist Gott sei Dank nichts los. Ich weiß nicht, ob ich bei der Armee noch ein bisschen was hinsetzen soll. Das mache ich einfach mal. Aber nicht so viel. Ein bisschen Construction auch. So. Und ich würde mal sagen, wir nutzen mal die Gelegenheit und mieten uns mal ein Flugzeug. Denn das ist der beste Weg, um dorthin zu gelangen.
Ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht in die Arme oder zumindest in die Zangen der Ameisen laufe. Regret, Doc. It's been so quiet the last few days. I sent the planes back for do a mapping job. Good to make a living, no? I will try to radio one to come back, okay? Das hört sich nicht gut an. Also hat seine Flugzeuge schon längst losgeschickt. Super, danke. Louis. Vielen Dank, Louis. Ich brauchte eigentlich ein Flugzeug, aber okay. Dann müssen wir es auf den direkten Weg tun. Fahren wir zur Eisenmine. Oder, ja. Nicht Eisen, sag schon Erzmine. Oh, hallo. Der Supervisor, also der Aufseher hier. Ready. Mine one, come in, come on, Mine 1, Mine 2, komm, bitte, komm. Merge the messages before the radios went dead. Ah ja, okay. Transmission was garbled, but I think they said, Ernst, we're going up there. You coming? Ah, klar doch. Auf zu Mine 2. Und wir gehen in diese Mine rein. Ich sag's euch. Schande. Okay. Es liegt gleich direkt die Situation, sag ich mal. Ach Mensch, warum müssen wir das immer so machen erstmal? Ja, Gott sei Dank müssen wir nicht in die Mine rein. Das muss man in einer Situation nämlich auch. Und das ist besonders tricky da, weil die ganzen Pfosten da im Weg stehen und so weiter. Ja, hör endlich auf, mich so anzustarren. Mistvieh. Du stehst wohl auf Schmerzen, was? Ach Mann. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen uns wieder darauf vorbereiten. Ja, sorry Leute, das. Ich wollte das so gut wie möglich vermeiden, aber das ging nicht anders. So, naja. Wenigstens ist die blöde Ameise down. Und wir haben gleich wieder Gesellschaft. Hallo. Wo kommt ihr denn alle auf einmal her? Findet hier eine Party statt? So, wir können übrigens, das ist auch eine ganz coole Sache, wir können übrigens auch die Armee zu uns rufen. Und ja, das hat gesessen. Das ist das Coole daran, dass man wenigstens ein bisschen Unterstützung bekommt jetzt. Aber nur ein bisschen. Aber das sieht trotzdem nicht gut für uns aus. Oh, ich hänge an diesem Busch fest. Hallo. Ah, okay, ganz ruhig. So, jetzt haben Sie aber genug. Wunderbar. Ihr raubt mir den letzten Nerv, verdammt nochmal. So. Ja, der Bereich war jetzt sauber. Die Ameisen sind geflüchtet, aber jetzt rüber zu Mine A1. Fahren wir wieder eine Lore. Mine A1. Ah ja, und gleich wird die dritte Diskette geladen. Ich sehe das anhand des Displays unten rechts bei mir. Das werdet ihr übrigens beim Let's Play nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil ich finde, das ist ein bisschen irritierend. Und ihr wollt natürlich eher was vom Spiel sehen als vom Ladedisplay, sag ich mal. Aha. Too early. Wow. Gleich alle beide abgeschossen. Nicht schlecht, der Specht. Das hatten wir noch nicht bei diesem Let's Play. Das finde ich sehr gut. Hehe. Dann kann ich euch wenigstens diese Angesicht-zu-Angesicht-Sache ersparen. Und wir könnten ja mal unser Glück versuchen, um das Nest zu finden. Müssen wir sowieso irgendwann machen, weil wir sowieso irgendwann dahin müssen. Ich hoffe, wir sind nicht so weit weg.
Ah, seht ihr? Da ist das Nest. Und müssen da eigentlich versuchen reinzukommen. Ich versuch's mal. Jetzt schließt sich das Ding wieder. Nicht gut. Warten wir mal ab, bis sich das Ding wieder öffnet. Ich hoffe, dass nicht die anderen kommen. Ah. Schade. Ah. Mist, 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 Mist. Das hätte so gut klappen können. Und jetzt kommen die anderen schon. Mist. Mist. Vielleicht diese Chance. So, ja, haut ab. Ich versuche, in das Loch reinzugehen. Ja, ich habe es geschafft. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir sind jetzt gleich in den Kammern drin und wir müssen uns einen Weg zu der Königin, ja, verschaffen. Und wir haben dann auch noch eine sehr coole Waffe bei uns. Nämlich. Ah, muss ein bisschen laden. Den Flammenwerfer. Oh, das geht verdammt schnell hier. Zu schnell für meinen Geschmack. So, und da kommt schon die erste. Das ist ja verdammt schnell hier. So, wir dürfen sie aber trotzdem nicht berühren, solange sie brennen. Aber, cool. Stecken sich alle gegenseitig an. Na? So. Pulverisiert. Oh, das ist nicht gut gewesen. Das ist eine Sackgasse. Hat sich nicht anstecken lassen. So. Burn, Baby, burn. So. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Also ich hoffe nicht, dass gleich noch, dass wir Gesellschaft bekommen werden, aber das passiert eh schon. Haha. So. So, und wir müssen uns den Weg auch noch merken, weil. Falls wir irgendwann geschnappt werden sollten, was ich nicht hoffe. Müssen wir natürlich den ganzen Weg wieder drin. Alter Verfalter. Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Ja? Na, eine Kettenreaktion, würde ich mal sagen, war das, ne? So, schnell rüber, bevor die nächsten rauskommen. Ah, das ist eine Sackgasse. Also, wir müssen auf jeden Fall so, glaube ich, nordöstlich hingehen. Aha! Das ist ein bisschen tricky hier. Oh. Also, meine Hand ist jetzt echt voll. Oh, das war knapp. Aber es war der falsche Weg. Seht ihr das? Das ist wieder eine Sackgasse. Aber gut, dann wissen wir Bescheid. Wir dürfen nicht nordöstlich zu gehen. Also, jedenfalls nicht ganz nordöstlich. Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Jo. Also, ich will das auf jeden Fall schaffen, Leute. Ich würde sagen, wir können es auf jeden Fall so machen, dass wir dieses Spiel auf jeden Fall durchspielen werden. Also auf zwei Wege. Es gibt ja zwei Enden in diesem Spiel. Das eine Ende ist ja nicht so toll. Könnt ihr euch sicherlich denken, für diejenigen, die das Spiel nicht kennen sollten. Bislang läuft das noch relativ gut, aber wir haben uns richtig schön verlaufen eben gerade. So. Hello, Mr. and Tinny. Alter Verfalter, was ist denn hier los? Ah, lasst mich bloß alle in Ruhe. Ich will nichts von euch und ihr wollt auch nichts von mir. Glaubt mir das, sonst kriegt ihr das hier von mir ab. Aha. Ja. Bye bye. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendeine Ameise jetzt rausgeschlüpft kommt, sonst haben wir ein Problem. So, laufen wir mal Richtung Norden. Hallo. Aber klappt es dann ganz gut? Ich muss schon sagen, ich bin was erstaunt. Gut, das war ein bisschen zu viel. Flamme, Feuer und Flamme gewesen. Aber was soll ich machen? Ich bin verängstigt, ich bin irritiert. Ah, Tierleichen. Lecker. Die armen Tiere, die armen Kühe. Ah. Aber die müssen sich ja auch von irgendetwas ernähren, die Ameisen, oder?
Gibt es nicht irgendwelche anderen Insekten, die ihr vielleicht auffressen könnt? Wie zum Beispiel Kakerlaken oder so. Die sind lästig. Aber doch keine Kühe, die brauchen wir doch selber. Ich verlaufe mich nur die ganze Zeit hier. Das ist doch Hamster-Kacke. Entschuldigung, dass ich diese Kraftausdrücke rausbringe, aber ich bin momentan ein bisschen so in, wie sagt man so schön, in so einer hysterischen Phase. Weil langsam kriege ich echt Angst, dass wir es das nicht mehr schaffen. Ja, wir werden es nicht mehr schaffen, weil da ist schon der Ausgang. Beziehungsweise dort, wo wir reingekommen sind. Da ist ja auch nichts. Oh Mann, ey, wo müssen wir denn hin? Wir müssen ja irgendwo Richtung Osten hin. Das geht ja nicht anders. So, gehen wir da nochmal hin. Gehen wir nicht auf den Senkelameise. Sonst bekommst du es mit dem hier zu tun. Mit dem Flammenwerfer. Oh. Weg, 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 weg. Nein, das war nicht gut, Greg. Das war absolut schlecht, Greg. Jetzt ruckelt das Spiel auch jetzt noch. Was ist denn hier los? So. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal Richtung Süden. Ich glaube, da können wir nicht so viel falsch machen, oder? Bitte. Bitte sag mir, dass wir wenigstens hier das nächste Loch finden. Das wäre echt supi. Das wäre echt klasse. Also ich laufe jetzt einfach durch. Ich will jetzt nicht so viel. Ah, siehst du? Klasse, da ist das nächste Loch. So, wir wissen also, wo wir das nächste Mal hin müssen. Und wo wir hier starten. Ich hoffe nicht, dass es dann zufallsgeneriert ist, weil sonst haben wir ein massives Problem. yo. Und dieses verdammte Mistvieh ist nicht in Flammen aufgegangen. Das ist nicht so toll. Ich weiß übrigens, wie das. Ich weiß nicht, wie das ist. Wenn wir. Wir müssen ja gleich eine Bombe platzieren, soweit ich mich entsinne. Und das ist eine Sackgasse. Ich weiß nicht, wie das ist, ob der Doktor, wenn er es nicht rechtzeitig es schaffen sollte, ob er das Zeitliche segnet oder. Ja, also wir sehen schon, wir nähern uns langsam aber sicher der Königin. Das ist auch nicht schlecht. Das ruckelt hier ein bisschen. Komm. Ich will wenigstens wissen, wo die Königin ist. Das wäre echt super. Und dann haben wir wenigstens immense Vorteile, weil wir dann wissen, wo wir hingehen müssen. Wenn uns ihre Kinder, sage ich mal, ihre Drohnen uns mal durchlassen würden. Schauen wir uns erstmal da um. Und ich glaube, wir laufen um den Kreis, ja? Exactly. Ich habe nicht mehr so viel Feuer, nicht mehr so viel Gas. That could be an immense problem, wenn wir das tatsächlich bis dahin schaffen sollten und dann wieder versuchen sollen zu entkommen. Ich laufe jetzt mal ganz oben links herum. Ja, also Leute, ich weiß, ich weiß, es tut mir leid, dass ich das ein bisschen unspannend machen muss, aber ich glaube, wir schaffen das nicht. Also zumindest beim ersten Anlauf nicht. Aber ich kann euch trösten, wir werden auch hier nicht sterben, wenn wir von den Ameisen geschnappt werden und noch nicht die Bombe gelegt haben sollten. Glaube ich zumindest. Ansonsten weiß ich nicht. Oh. Wenn sie so weit so weg liegt, also ich. Ja. Leute, jetzt habe ich kein Gas mehr. Betet zu Gott, dass ich es doch noch schaffen könnte. Ein bisschen hat er noch. Aber nur ein bisschen. Das sieht gut aus. Das ist. Ne, das sieht doch schon wieder scheiße aus.
Holy moly. Mama, ich will hier wieder weg. Ich habe hier Angst. Ja. Oh. Ja, jetzt ist mir der Sprit ausgegangen. So, jetzt könnten wir Folgendes machen. Wir könnten die Ameisen ja wirklich schön weglocken. Oh, da kommt schon die nächste. Nein, wir sind umzingelt. Verdammte Axt. Jeps. Das sieht nicht gut aus. Und wenn wir jetzt da durchlaufen und jetzt die nächste Ameise uns entgegenkommt, dann sind wir erledigt. Aber hey, wir haben noch ein bisschen Glück gehabt. Da kommt keine Ameise. Jetzt schauen wir doch mal, ob... Wir sind doch von der Richtung her gekommen, oder nicht? Da krabbelt noch eine. Das sind zwei... Oh, da ist sie ja, ganz weit südöstlich. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt... Hallo? Aha. Aber ich weiß jetzt schon eines, Leute, das werden wir nicht mehr schaffen. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn wir gleich von der Ameise geschnappt werden und das Ding in die Luft fliegt. Oh Gott. Das wäre ja noch ein Wunder. Nein, das wird kein Wunder mehr geschehen, denn... Wir sind im Eimer. Ja. Das werden wir nicht mehr schaffen, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid, liebe Welt. Ich werde es nicht mehr schaffen. So. Naja, ich habe es probiert. Oh, wir schaffen es doch. Hier sind sie total irritiert. Aber die Zeit läuft uns davon. Alter Verfalter, wo müssen wir denn ganz wieder hinlaufen? Ey, das wäre noch cool, wenn wir es schaffen könnten, aber das... That's not so easy. Und ihr hört die Uhr, ihr hört den Wecker. Oh Gott, mein Herz pumpt. Ganz schön gewaltig. Ey, das wäre cool. Dann hätte ich das zum ersten Mal geschafft. Oh, ich will nicht wissen, wie lang das Video jetzt mittlerweile ist. Das ist crazy. Ich hoffe, da unten ist nichts. Fuck. Fuck, 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 da sollten wir nicht hin. Ach nein. Aber bislang ist noch keine Ameise in den Weg gelaufen, das ist auch gut. Oh Mann, oh Mann. Ich mache es spannend. Oder das Spiel macht es mir spannend, ehrlich gesagt. Oh oh. Die Uhr tickt schneller. Kein gutes Zeichen. Ist das der Weg nach Hause? Nein, das ist der Weg in den Tod. Oh nein, 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 nein. Oh oh, die Uhr geht wieder schneller. Leute, Leute, Leute. Oha. Und das auch noch. Wir sind am Arsch. Leute, das ist wahrscheinlich der Ausgang hier, wo wir hergekommen sind. Ich hoffe, dass ich da wenigstens noch einen Weg finde. Oh, oh, komm. Und die Uhr tickt schneller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das ist schlecht. Und das ist besonders schlecht. Ja, jetzt sind wir im Eimer. Wenn ich jetzt nicht gleich mir was einfallen lasse. Hallo. Kommt ihr da durch? Ne? Ich komme da auch nicht durch, das ist das Problem. Ja. Das war's. Oh, doch nicht. Oh, das war knapp. Aber die Uhr tickt.
Ach nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, ey. Huiuiuiui. Beeil dich, Junge, beeil dich. Komm, 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 komm. Ja. Yes! Yes, wir haben es geschafft! Alter, wir haben es geschafft, Leute! Und das ohne Flammenwerfer zu benutzen. Alter! Ja, die Ameisenkönigin ist endlich tot für diesen Moment. Und alles in Little Breath war ruhig. Doch, es schalten immer noch die Worte von Dr. Wells, ich meine Gedanken. Eine zweite Königin. Achtet auf eine zweite Königin. Ja. Had we gotten the nest in time, or had a newly born queen away before we had blown the place to some. Hoffentlich haben wir das Nest rechtzeitig zerstört, oder es ist schon bereits eine neue Königin geflüchtet. Wo sonst wohin? Was auch immer. Nun, was auch immer passieren wird, es war die Gelegenheit von irgendjemand anderen nun. Ich musste zurück zur großen Stadt. Jemand muss die ganze Geschichte irgendwie niederschreiben, was passiert ist. Es war Lizard Breaths größte Stunde. Und zu viele Leute haben ein großes Opfer dafür gebracht. Und sie sollen niemals vergessen werden in morgigen Zeitungsberichten. Ah, the end. Endlich. Is it? Or is it? Was soll das heißen? Leute, ich bin total fertig mit den Nerven. Wir haben es geschafft. Zum ersten Mal habe ich das geschafft. Das ist Wahnsinn. Naja, aber es gibt einen bestimmten Grund, warum unter dem Schriftzug The End or Is It stand. Warum? Tja, das werdet ihr bestimmt irgendwann zu Gesicht bekommen, wenn es dann heißt Let's Play Antheads. It came from the desert 2. Ja. Ja, das war's. Das war das Let's Play dazu auf Deutsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Part von It Came From The Desert wieder. Und ja, macht es auf jeden Fall gut. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Malomatic. Tschüss!